So, hi und herzlich willkommen hier zu Bildorama. Die erste Folge, das Abenteuer beginnt. Ja, was ist Bildorama? Eigentlich ziemlich einfach erklärt. Bildorama ist eigentlich nichts anderes als Minecraft, wo Bucket drauf läuft. Und genau, ich habe verschiedene Mods drauf installiert. Wie jetzt hier zum Beispiel einen Graveyard Mod nennt sich der. Das heißt, wenn man stirbt, wird ein Grabstein erstellt mit Blümchen und so Zeugs. Da ist ein Schild dann drauf mit dem Namen und so, Spielzeit und Echtdatum. Und unter dem Grabstein, wenn man den abbaut, was ist mit der Textur hier gerade los? Ah, jetzt. Wenn man den abbaut, dann. Also, wenn man hier das Grab aufmacht, dann ist da eine Kiste drin mit den Sachen, die man mit sich getragen hatte, genau. Was mache ich hier denn hier für einen Käse? Sag mal. So. Wir machen uns jetzt erstmal schnell eine Axt. Genau, dann habe ich noch. Was habe ich noch drauf laufen? Eine Hilfbar für Player sowie aber auch Monster und Damage Indikator. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einem Schweinchen eine klopp, sehe ich, wie viel Schaden ich dem Schweinchen gemacht habe. Was an und für sich, wie ich finde, eine richtig geile Geschichte ist. Weil vor allem später, wenn man dann die großen Sachen haben und die geil verzaubert haben, damit man auch mal sieht, in Zahlen, was das überhaupt ausmacht, ist ja immer relativ schwer einzuschätzen, das Ganze. Ja, was habe ich noch laufen? Wieso backen die Textur gerade so? Das ist jetzt allerdings merkwürdig. Ja, genau, den Dia-Pusher-Mod, der läuft allerdings noch. Was ist Dia-Pusher? Das ist ganz einfach erklärt eigentlich, man nimmt zwei Kolben. Die stellt man gegenüber mit einem Zweierabstand. Heißt, dass ich zwei Blöcke dazwischen stellen kann, wenn die nicht ausgefahren sind. Und der, die verbindet man dann zusammen mit Redstone und hängt den Schalter dran. Und dann stellt man da zwei Kohleblöcke dazwischen. Und wenn man das dann aktiviert, verschwinden die Kohleblöcke und es wird ein Dia daraus. Ist eine richtig coole Geschichte. Ich habe jetzt überlegt, ob ich euch das erstmal zeige, aber ihr sollt ja auch sehen in den Folgen, dass ich mir da nichts ercheatet habe oder so eine Scheiße, sondern dass wir hier alles zusammen machen. Jetzt will die Textur auf einmal wieder. Sehr merkwürdige Geschichte. Naja, und der vorrangige Sinn ist natürlich, eine Stadt zu erstellen. Also zu bauen, so eine richtig fette City mit mehreren Häusern, so ein fettes Schloss. Aber da ich allein nicht unbedingt der kreativste Mensch bin, guter Witz, werden auf jeden Fall auch immer wieder andere Leute dabei mitwirken in dem Projekt. Ach kacke, wieso habe ich mir keinen Schweck gemacht? Und ja, ich glaube in der zweiten oder dritten Folge werden dann schon mal die ersten dabei sein. Auf jeden Fall. Weil ich habe da mit ein paar Leuten gesprochen, die wollen auf jeden Fall auch mitmachen. Und finde ich auch eine sehr geile Idee, wenn da mehrere, hier sieht man die Hilfbar sehr gut, wenn da mehrere Leute in dem Projekt auch mitwirken, bringt auch ein bisschen frischen Wind dann in die Geschichte. Sehr schön. Oh, Schweinchen, das heißt Essen. Oh, eine Schlucht. Das finde ich ja schon mal sehr geil. Ja, na wollo, eine richtig fette Schlucht. Wenn jetzt hier noch drei Schafe stehen, lege ich ein Ei. Ah, das ist geil, hä? So. Jawohl, zwei haben wir schon. Komm schon, hier muss noch eins rumlaufen. Jawollo, hier hinten, na endlich. Ja, richtig fett. Sogar ein graues. Und Lava. Oh ja, ich und der Mod werden dicke Freunde. Habe ich jetzt schon drei Wolle? Jawoll. Ski. Was war das denn jetzt? Das nenne ich mal ein Lag. So. Ach, das nehmen wir noch mit hier. Entschuldigung, ich habe leider noch keine Schere scharf. So, wir fangen jetzt hier mal an, unseren Notbunker zu errichten. Weil hier kann man dann eigentlich auch eine relativ geile City bauen. Jetzt machen wir erstmal hier schon unseren Notbunker. Ich glaube, ich habe da unten auch einen Strang gesehen. Für Sand. Was bist du denn? Ah, ein Schaf. So. Ein paar Seeds, damit wir uns nachher ein fettes Feld erstellen können. Ist ja wichtig, wir brauchen ja Essen. Und da bin ich voll der Fan eigentlich von Landwirtschaftssachen. Halt. Hier packen wir uns mal 5 auf die Seite. Ne, 6 für Kohle nachher. Ja, Mo, was ist denn los, Mo? Ja, komm her, gib mir dein Fleisch. Entschuldige, ich bin eigentlich Vegetarier. Nein, voll der Quatsch.
Aber muss hier eigentlich auch nicht sein. So. Oh, es wird schon dunkel. Also mal Gas geben und ich habe noch nicht mal einen Ofen. Naja, Hauptsache ich habe eine Nachtüberwinterungsmöglichkeit. Nein, Nachtüberwinterungsmöglichkeit. Andi, was stimmt mit dir nicht, Mann? Da. Hauptsache ich laber irgendeinen Schrott. Ich meine, ist ja wichtig. So, schnell die Tür. Gut, wenigstens nicht hier wie in Minecraft 1.8.1. Habe ich letztens versucht. Und habe dann mir als erstes natürlich mal eine Tür bauen wollen. Und habe erstmal geguckt, wie so ein Fisch, wie ich dann auf einmal drei Türen in der Hand hatte. Ich verstehe zwar den Sinn nicht, aber Mojang bzw. Microsoft hat sich da bestimmt was bei gedacht. Irgendwas. Also ich hoffe es zumindest. Oh ja, genau, so macht man's. Was ist denn jetzt los mit mir? Kann doch nicht wahr sein. So, ganz fix, ganz fix. Ich muss jetzt leider das Dach offen lassen, sonst bauen wir hier auch noch die Monster rein. Was wahrscheinlich eh passieren wird. Aber hey. YOLO. Ja, nein, Gott sei Dank. Blöcke gehen mir noch nicht aus. So, hier noch. Gott, dann shift ich halt. So. Muss ja nur ein kleiner Bunker sein. Ist erstmal nicht so tragisch. Komm ich hier hin? Ah, nicht zum Zubauen. Zum Benutzen. Jawohl. So, dann bauen wir uns noch schnell eine Schaufel und schauen mal, ob wir noch ganz viel Stein finden. Das wäre natürlich richtig cool. So. Weg mit dir. So. Wow. Ich habe mir vorher schon mal diesen World Seed hier angeguckt. Bin mal kurz hier rumgeflogen. Also, er verspricht auf jeden Fall einiges. Bei einmal rumfliegen habe ich gesehen. Jetzt lass mich nicht lügen. Habe ich gesehen. Drei Hexen, zwei Endermänner, jede Menge Skelette, Zombies und Creeper und das alles in dem minimalen Radius. Und ich verspreche es euch, ich habe zwar Bucket installiert, aber ich habe die Spawnrate überhaupt nicht erhöht. Das war zwar eigentlich mal der Plan, dass ich die dann mal auf jeden Fall ein Stückchen hochsetze. Aber bisher habe ich das noch gar nicht gemacht. So, hier wird mir jetzt auf jeden Fall was drunter spawnen, aber das ist gar nicht so blöd, weil ich wollte hier sowieso ausschachten, deswegen merke ich mir das hier mal. So, weil ich will auf jeden Fall nachher noch ein Kellergeschoss haben. Ja, was? Ey, ist doch nicht wahr heute. Aber dieser Seed, der wird auf jeden Fall mir noch sehr, sehr viel Spaß bereiten, habe ich das Gefühl. So, erstmal einen Ofen. Den stellen wir mal hier hin. Ja. Dann kommt da direkt mal rein. Hier so, ne? War es doch, oder? Ne, andersrum. So, damit wir Kohle haben. Dann brauchen wir auf jeden Fall mal noch Truhen. Ich muss wieder Holz farmen gehen, aber ist ja egal. So, die Truhe verbunkern wir erstmal hier. Und habe ich noch genug Holz für ein Bett? Ja, guck dir das an. Läuft bei mir. So. Und ein Bettchen. Sehr fein. Und das Bett ist verbuggt. Ach, das ist dieses Texturenpack mit der kaputten Textur. Ja gut, da muss ich mal gucken, dass ich hier mal das Texturenpack richte. Kann ja nicht sagen gehen. So, und ich habe Glück, mir ist nichts vor die Nase gespawnt. Sehr schön. Hier kann ein bisschen was raus. Machen wir noch ein paar Sticks, weil wir brauchen ja gleich. Auf jeden Fall Holzkohle. Also hier Fackeln. So. Ja. Na, sehr gut. Du machst dich, dass ich dich aufnehme? Ja gut, dann bleib da. Ach Menno, wieso ist... Ach ja, ich glaube, ich weiß, wieso die Textur verbuggt ist. Ich habe ja noch die 1.8er drin. So, packen wir mal die rein. Ja, ah. Ja, na, guck doch mal einer an, es funktioniert. Ach, Andi, denk doch mal gleich mit. So, hier haben wir Holzkohle. Dann machen wir uns mal schnell nur ein paar Fackeln. Reichen ja für den Anfang. Ich will ja nur ein bisschen ausleuchten, damit ich hier zumachen kann. Nein, blöde Idee. So, damit mir auch hier nicht Endermänner reinspawnen. Wo kommst du denn? So.
Einmal außen rum, damit ich es auch wiederfinde. Sehr schön. Läuft. Ah, jetzt stimmt das auch alles. Ja, man sollte natürlich auch das richtige Texturenpack auswählen. Ja, wie ihr nämlich bestimmt gesehen habt, spiele ich hier nicht auf 1.8. Da ich sagen muss, ich finde die 1.8 ehrlich gesagt doch gar nicht so gut. Die läuft bei mir noch nicht so flüssig, wie sie laufen sollte. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, 1.7.2 zu nehmen, weil das war eine der stabilsten Versionen, die ich kenne. Und mit der bin ich auch top zufrieden bisher. Ah, scheiße, da komme ich jetzt gar nicht ganz hoch, ne? Nee, schade. Naja, nicht schlimm. So, komm, da auch noch. Jawohl, doch, ich bin ganz hingekommen, sehr schön. Dann ist der auch mal weg, weil hier muss ich natürlich dann alles freimachen. Und ich kann nicht mehr sprinten. So, hier. Kann man jetzt gleich mal die Decke machen. Aber jetzt erstmal eben mein leckeres Happa-Happa machen. So. Läuft soweit. Gut, einen kleinen Notbunker. Diese Erde backt hier immer noch. Was ist denn mit dieser Erde los? So, hier mal. Hey, sieht gar nicht so schlecht aus eigentlich. So, hier mal nochmal ein bisschen ausleuchten. Achso. Weil ich es immer ganz oft lese, wenn ich livestream. Das Texturenpack hier ist Sphax BD Craft. Pure BD Craft, glaube ich, heißt sogar. Ist auf jeden Fall mein Number One Texturenpack. Finde ich absolut am geilsten. Aber mal gucken, ich bin am überlegen, das noch ein bisschen umzubauen, weil ein paar Farben könnten verändert sein. Aber ist ja erstmal nicht so tragisch. So. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Ah ja, 3 Minuten haben wir schon. So, jetzt erstmal was essen. Und dann müssen wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall auf der Suche nach Kohle begeben. Ist ganz wichtig. Das lassen wir mal noch da. Dich auch. Dich mal zwangsweise. Meine Ordnung hier stimmt überhaupt nicht. Ich habe keine Kohle mehr. Heißt, wir müssen nochmal Holzfarmen gehen. Okay, und dich müssen wir nochmal burnen. So. Aber wenigstens habe ich schon Wolle gefunden. Oh, Hühnchen. Du bleibst mal hier am Leben am besten. So, jetzt machen wir noch schnell die Axt kaputt. Damit wir, genau, und jetzt dann auch eine Steinaxt machen können. Gott, dieser Bunker sieht aus wie so ein Lego-Stein. So, Fleisch habe ich jetzt erstmal genug. Du wartest mal noch. Was wollte ich jetzt verbrennen? Ich hab's vergessen. Nein, ich wollte mir Fackel machen, genau. Aber wieso habe ich... Doch, ah ja, genau. So wollte ich's machen. Genau, dann heben wir dich mal auf. Packen wir dich mal hier rein mit. Ey, du gehst mit. So, sehr fein. Dann, nein, so nicht. Aber so. Ein Steinschwert. Da das Holzschwert ja irgendwie eigentlich quasi gar nichts bringt. Also ein bisschen, aber naja. So, dich brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir jetzt dann Kohle finden und so Geschichten. Und wir haben noch einen Stein, da würde ich sagen, oh, eine Schaufel ist drin. So. Dann haben wir dich auch. So. Das heißt, ihr könnt eigentlich erstmal da rein, euch brauche ich nicht. Du kommst gleich mit zur Kohle. Hier haben wir Cola. Dann brauchen wir nochmal Sticks. Oh, was bin ich denn für ein Vögelchen? So. Oh, Mann, Mann. Oh, Entschuldigung. So. Ja gut, ich würde dann mal sagen, das war's für die erste Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken. Hoffe, es hat euch insofern mal gefallen und wir sehen uns bald wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und drückt auf Abonnieren, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Bis dahin, macht es gut, haut rein und tschüss.